Hallihallo Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Ich hoffe, ihr hört sowohl den Sound vom Spiel als auch mich, weil da es ein RPG-Maker-Pokémon-Spiel ist, ist es immer so ein bisschen doof aufzunehmen. Ja, wir wollen jetzt auf groß spielen. Ich habe das Ganze schon voreingestellt, bla bla bla, damit ich jetzt nicht groß machen muss. Und weil die Musik gleich zu leise sein sollte, habe ich mir den Lautstärke-Mixer direkt neben geöffnet und ja, dann wollen wir nochmal starten in ein neues Spiel. Und die Musik ist ein klein bisschen zu leise. Ja, RPG-Maker sind immer so ein bisschen schwer und aufzunehmen, aber ich habe mal wieder Bock auf ein kleines RPG-Maker oder beziehungsweise Poke-Hack. Und dafür bietet sich gerade Skyner an. Ich habe den Entwickler mal gefragt, ob ich nicht auf die neue Demo-Version warten soll, aber nein, die alte ist auch schon gut, aber ja, wir werden die andere dann auch Let's Play, sobald es rauskommt, ähnlich wie damals bei Marcus Edition. Aber es kann auch ein bisschen dauern, deswegen begnügen wir uns jetzt mit dieser Version. Hallöchen, schön, dass du da bist. Ich bin vielleicht der Pokémon-Experte. Bevor du deine Reise betreten kannst, muss ich dir kurz etwas erklären. Pokémon Skyner ist kein gewöhnliches Pokémon-Spiel. Nein, es ist ein schweres Spiel, was auch sehr unfair sein kann. Hiermit bist du gewarnt worden. Wo waren wir? Ach ja, brauchst du irgendwie Hilfe bei der Steuerung? Kein Bedarf. Okay, dann überspringen wir diesen Punkt. So, dann kommen wir mal zu dir. Du und deine Familie sind gerade nach Maple City gezogen. Maple, das erinnert mich an Pretty-Tür. Das ist ein kleines Dorf in der Skyner-Region. In Maple City wohnt eine alte Bekannte von Professor Ahorn. Sie plant gerade ein großes Forschungsprojekt mit Kindern aus der Region Skyner. Vielleicht mit einem L, darfst du bei dem Projekt mithelfen. Oh, wie spät es doch ist. Wir sollten deinen Trainerpass doch fertigstellen. Du musst diese kleine Frage noch ausfüllen. So, wo ist denn meine Brille? Sag mal, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Ah, hier steht es ja. Sogar. Jetzt brauche ich nur noch deinen Namen und dein Trainerpass ist fertig. Wir heißen, wie wir uns sonst auch in einem anderen Pokémon-Spiel nennen, natürlich die Cat. Ich werde nicht auf diesen Kanal. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Bild dazu guckt, aber das kann ich nicht garantieren. Was mich freut, ist, dass ich endlich mal wieder ein Hack spielen kann. Das ist ja schon ein bisschen her. Der letzte war ja Ultimate. Ultimate? Ist ja so? Ich glaube. Oh, du heißt DK, ein schöner Name. Hier dein Trainerpass. Ich werde übrigens einen schönen kleinen Rahmen für ihn zusammenstellen und gucken, ob ich das mache. Okay, dann viel Glück. Wir sehen uns später nochmal. Oh, wir sind im Bett. Yay! Wir schlafen wie Link. Meine PC-Spiele sind ein Buch. Der PC ist noch nicht angeschlossen. Keine Bücher und keine Bücher. Da ist ein Relaxo-Büchsack. Eine riesen Plüschfigur, fast so groß wie das Original. Da, es gab mal so Plüschsäcke mit Relaxos. Die fand ich cool. Oh nein, da ist mein Baby-Album. Oh, hallo TK und gefällt dir die Region Skyner? Ich muss gleich los zur Arena, also sehen wir uns erst heute Abend. Oh ja, hallo Maschak. Oh, neues Point, glaube ich. Maschak. Wurde irgendwo übernommen, denke ich nicht. Hey, hier ist etwas drin. Mit Doppel-N. Erhält mit einem H zu viel. Ja, ich hoffe, es ist okay, wenn ich mal so ein bisschen verbessere. Okay, das hat er gedacht. Obwohl das mit der Linie ganz komisch aussieht. Aber gut. Kann man nicht besser lösen. Ihr müsst ja wissen, ich mache ja selber ein Pokémon-Spiel. Und da fällt mir sowas natürlich auf. Wenn du cool bist, dann machst du hier auch ein Event. Also sollte es in einer neuen Version dieses Haus immer noch gehen. Das wäre cool, wenn du hier so sitzen kannst und deine Mutter ansprechen kannst. Das wäre voll cool. So. Guten Morgen, Tiger. Hast du gut geschlafen? Oder meine Schwester? Ich weiß nicht, was du bist. Okay, Zettel kann ich nicht ansprechen. Okay, Mutter. Tiki, komm mal kurz zu mir, bevor du rausgehst. Ich habe hier einen Brief für dich. Okay, so in etwa möchte ich das sehen. Wir sind gestern erst hergezogen und du bekommst schon Post. Der Brief ist von Professor Ahorn. Professorin Ahorn. Soll ich ihn dir vorlesen? Ja, bitte. Also hier steht. Hallo, Tiki. Natürlich, herzlich willkommen in Maple City. Du wurdest von mir auserwählt, mir bei einer ganz bestimmten Aufgabe zu helfen. Du fragst dich bestimmt, wieso ich dich auserwählt habe. Nun ja, das möchte ich dir persönlich sagen, mit einem Herz viel. Ja, ich möcke viel rechtschreiben, wenn ich sowas merke, weil mich ein anderer anmerkt, wenn ich in meinem Spiel einen Rechtschreibfehler habe. Was so erwähnt.
Wenn du Interesse hast, dann komm am besten gleich so schnell wie möglich. Wow, ein Auftrag für meinen kleinen Schatz. Los, beeil dich, Professor Ahorn, Professorin Ahorn. Nicht warten, sie ist eine wichtige Person. Mann, ist das ungewohnt. Natürlich werden wir irgendwo noch schwarz und weiß erzählen. Warum haben wir eigentlich eine Küche? Nur einen Kühlschrank in unserer Küche. Wahrscheinlich ist der Rest ja nicht eingepackt. So, ich bin fertig. Ich gehe dann mal nach Meteor City zu meinem neuen Job. TK, mach du hier keinen Unsinn. Hör auf deine Mutter mit einem Haar zu viel. So. Maple City mit einem wunderschönen Indivi. So. Das ruckelt ein bisschen. Aber gut. Da wollen wir mal drüber wegziehen. Das ist immer total blöd. Da, hallo Briggs. Oh, hallo, du musst TK sein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Flori, dein Nachbar. Okay, ich glaube, ich soll dich testen. Also, Neuling, mach dich bereit. Zeit für einen Kampf. Und wir haben gar kein Pokémon. Was heißt das? Du besitzt kein Pokémon? Ach so, gut, dann eben nicht. Was du suchst, das Professor Ahorns Labor? Das ist doch unwartend. Zeit dir irgendwie so. Ich wollte mich aber immer umgucken, Mann. Das ist Maike. Hallo, Maike. So, das hier ist dein Pokémon Labor voll. Das hier ist das Pokémon-Labor. Oh cool, ich habe ein Labor. Von Professor Ahorn. Ich hoffe, sie gibt dir ein Pokémon, was du dachtest. Professor Ahorn ist ein Mann. Egal, geh rein und frage sie, ob du ein Pokémon bekommst. Ich gehe weiter trainieren. Wir sehen uns bis okay. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Oh, hi, ich bin Jessica. Nein, du bist Maike. Ich komme aus Meteor City. Professor Ahorn hat mich eingeladen. Vielleicht mit einem L sehen wir uns eines Tages wieder. Soll ich eher das Pflanzen-Pokémon oder das Wasser-Pokémon nehmen? Ich bin Jessicas Bruder. Ich habe sie hierher gebracht. Ich wette mit dir. Sie wird die beste Trainerin Skyner. Oh, ein Trank. Schön. Ich habe einen Trank gefunden. Hallo, ich bin der Bruder von Flori. Ich will auch mal so cool mit Pokémon umgehen wie er. Und ich kann nicht rennen. Schade. Was ist hier? Noch ein Sinnelbär. Berries Touchy. So. Hier wohnt Professor Ahorn. Oder Professorin Ahorn her. Was ist denn hier? Mann, wo ist das Buch? Oh, ich bin richtig gegangen. Das ist doch Maike in einem anderen Gewand. Oh, hallo, wer bist du denn? Ach ja, du bist bestimmt TK. Warte kurz. Ah, dort ist ja das Buch. TK, geh doch bitte wieder zum Labor. Ich komm nach. Nein, ich möchte mich hier umgucken. Nix. Nix. Hier liegen aber viele Bücher rum. Hier liegen aber viele Bücher rum. Das Buch sieht anders aus. Das muss ich ansprechen. Hier liegen aber viele Bücher. Wow. Tut mir leid, aber das ist schön. Ja. Aber so voll bin ich manchmal auch. Und das Bücherregal ist abgehakt. Und Chaos. Und noch mehr Chaos. Und ich möchte das Buch lesen. Hier liegt ein Notizbuch, aber dort steht nichts Interessantes drin. Aber steht was drin und ich möchte wissen, was da drin steht. Ich bin neugierig. Ich bin ein Spieler. Oh, das ist nett gemacht, dass die Animation dazu gibt. So, was erwartet mich hier? Wenn du dein erstes Pokémon hast, gebe ich dir was Tolles. Wahrscheinlich der Arme. So, ich dich kenne. Du musst gerade hierher gezogen sein. Hier, take this, Apparat. Ist nicht weit. Hallo, Zelda-Typ. Die Sonnenglocke steigert die Zufriedenheit eines Pokémon, aber das Pokémon muss die Sanftglocke vertragen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ach, das waren noch Zeiten, als es noch 151 Pokémon gab. Doch, das ist lange her. Ich fühle mich voll alt. Ja, 20 Jahre bald. Bis 20 Jahre älter geworden. So, was sagt denn Flori? Moment, ich sollte mal vorsichtshalber sichern. Vielleicht löse ich dir gleich irgendeinen Bug aus. Wer weiß. Ich bin der Vater von Flori. Flori ist ein begabter Trainer. Ich hoffe, du lernst was von ihm. Vielleicht auch nicht. Oh, hallo. Bist du ein Freund von Flori? Flori ist gar nicht da. Tut mir leid. Ich glaube, er trainiert seine Pokémon. Nichts im Mülleimer. Man riecht das lecker. Man riecht das lecker. Benimmregeln. Oh. Hier ist das Bücherregal richtig. Kann man die Map angucken? Eine Karte von Höhlen. Mann! Oh. Viele Bäume. So. Der Portergott. War gerade, glaube ich, falsch. Pokal für besondere Leistungen und Programme mit Pokémon.
nichts. Urkunde für den schlauesten Schüler in der Pokémon-Schule ist keiner. Angeber, ey. Oder liegt dein Pokédex? Na, no. Okay. Dip, 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 dip. Dip, 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 down, dip, down, dip, down, dip. Ich hab jetzt gelernt, an solchen Steinen findet man aufpassen. Aha! Noch eine Sinnelbeere. Muhahaha. Ich bin gut. Da sind noch mehr Sinnelbeeren. Ich liebe es zu erkunden übrigens. Das mag ich. Deswegen habe ich mein Spiel auch so sehr schön darauf ausgelegt. Dip, dip, down, down. My Pill City, ein Ort der Ruhe und des Friedens. Das mit dem Logo ist schön, aber ja, das ist schön. Wahrscheinlich passiert das immer, wenn wir in der Stadt das erste Mal beginnen, und das ist eine super Idee. So. Oh, ein Zelda-Bildschrein. Sieh an. In Apple City. Okay, dann gehen wir mal zu Professor Ahorn. Was ein ziemlich klischeehaftes, ach, egal. Hallo, TK, ich hoffe, du musstest nicht lange warten. Wollen wir anfangen? Herzlich willkommen. Da fehlt ein Fragezeichen. Herzlich willkommen in Maple City. Ich bin Professorin Ahorn. Ich leite hier die Pokémon-Forschung in ganz Skyner. In meinen vielen Forschungen habe ich einiges gelernt. Wenn Menschen und Pokémon zusammenarbeiten, dann können sie viel erreichen. Du fragst dich bestimmt, warum du hier bist. Ich habe 4 Kinder auserwählt, mit meiner bei einer bestimmten Forschung zu helfen. Es geht um die Freundschaft zwischen dem Pokémon und dem Menschen. Also wenn du mir helfen willst, dann wähle bitte ein Pokémon aus, der auf dem Tisch liegt. Du wirst dich garantiert mit deinen Freunden anfreunden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber du wirst bald merken, dass Pokémon viel mehr als nur Kämpfer und Arbeiter sind. So, genug geredet. Wähle nur ein Pokémon. Ich will abhauen. Lass mich abhauen. Speichern. Ich kann abhauen. Warum kann ich abhauen? So. Jetzt versuche ich dir das Spiel auszutricksen. Tschüss, ihr Fixer! Halt, warte, du hast doch kein Pokémon draußen, es ist sehr gefährlich. Ich lasse dich in Slow Motion weiter weg. Ah, danke. Okay, es geht. Okay. Also ich, Herz dran gedacht. Ich bin baff. Aber das könntest du gerne auch hierhin platzieren. Das macht ja keinen großen Mühe. Ich bin der Assistent von Professor Ahorn. Dein Gegengift. Ich glaube, wir müssen uns nie wieder was kaufen. Hier finden wir alles, was wir brauchen. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da komme ich nicht ran. Da ist eine Pflanze im Weg. Okay, da ist auch nichts. Da ist eine Maschine. Ich will die Maschine anquatschen. Da ist auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Und da ist ein Mülleimer. Paraheiler. Sag dich doch, wir müssen uns nichts kaufen. Hallo, hallo, hier ist Patrick. Ist das die Kugelkappe? Hallo, nein, hier ist Patrick. Ja, der lustig. Ja, nichts. Oh, Taro. Oh, will ich nicht. Ich mag das Vieh nicht. Oh, Taro guckt sich, hängt sich um. Feuer. Oh, mit großgeschriebenem P, der ist ganz cool. Nein, ich möchte auch keinen Schilas. Obwohl, hatten wir schon mal vorher in einem Let's Play. Obwohl, Schilas haben wir Dings sträflich vernachlässigt. Wir nehmen, glaube ich, mal Schilas. Bist du wirklich sicher? Ja! Natürlich möchte ich das haben. Wie ich sehe, hast du Schilas gewählt. Das kraftvolle Pokémon. Ich glaube, ihr passt perfekt zusammen. Okay, dann wollen wir euch beide mal eine Aufgabe geben. Geht nach Norden bis nach Maxera City. Dort müsste ein Pokémon-Sender sein. Dort treffen wir uns mit den 3 anderen Kindern, damit wir gucken können, wie ihr Fortschritt gemacht habt. Viel Erfolg mit deinem Skilast. Mal gucken, was du kannst, du kleines Pflanzenmon. So, stärkt Pflanzenattacke Not. Ja, das ist die normale Standard. Okay, alles klar. Denn lass uns mal froh und munter sein und die Stadt verlassen. Apple City, wir sind auf dem Weg nach Maxera.
Okay, die Porsche hat sich bestimmt überholt und sie ist Sonic. Die ist besser als Sonic Boom. Schütz, die blöden Männer. Ich muss jetzt Turbo-Treter sammeln. Okay, was sagst du? Das Pokémon an deiner Seite wird dich beschützen. Achte aber auf die KP deines Pokémon. Sinken sie auf 0, ist dein Pokémon besiegt. Auf Route 1 gibt es eine reisende Schwester Joy. Sie wird deine verletzten Pokémon heilen. Neben der Schwester Joy gibt es noch einen reisenden Händler. Er verkauft dir wichtige Items. Das ist eine coole Idee, aber so früh? Ich weiß nicht. Die Route muss ja ganz schön groß sein. Ich habe Angst. Tada, Route 1. Mit Riolu, Evoli und Wablu. Ich möchte ein Riolu haben. Das möchte ich so gern. Aber ich habe noch keine Pokebälle. Du bist bestimmt Joy, dann bist du... Hallo, was kann ich für sie tun? Kaufen. Ball. Ich möchte 5 Pokebälle haben. Wenn es ihnen genehm ist. So, wenn ich keine Pokebälle geschenkt kriege, kaufe ich sie mir einfach. Bergen sie uns bald wieder. Oh. Nett. Hallo, Chilas. Tackle-Attacke. Tackle-Attacke. Oh, ich hab's getötet. Upsala. Brauch ich gerade irgendwie nicht. Gif. So. Du kriegst das. Und einmal benutzen, bitte. Damit Chidas nicht im nächsten Moment hier zusammenbricht. Nein, wir haben noch 2, um sie zu geben. Und ich möchte... Es gab Gründe, warum ich die Maps geändert habe. Das leckt nämlich wie Hölle, wenn man zu viele verbindet. Hallo, ich bin der Spielefreak. Ich kann dir über alle Runden etwas erzählen. Bist du interessiert? Mach mal. Wenn du wissen willst, welche Pokémon man auf der Route fangen kann, dann guck einfach auf den Schild neben mir. Dort schreibe ich alle Pokémon rein, die ich gesehen habe. Wenn deine Pokémon schwer verletzt sind oder du wenig Pokébälle besitzt, solltest du lieber zu diesem dein Zelt gehen. Dort kannst du deine Pokémon heilen und Items kaufen. Manchmal kannst du versteckte Items finden. Probier dein Glück bei Steinen oder verdächtigen Stellen. Der Stein da oben hat bestimmt ein Item. Glaube ich. Du wurdest gewarnt, dass dieses Spiel sehr schwer sein könnte. Guck mal, dort ist der erste Trainer, der gegen dich kämpfen möchte. Probier doch dein Können bei ihm aus. Oder trainiere doch besser im Gras, damit dein Pokémon ein bisschen stärker wird. Lieber Herr Entwickler, wenn du verneuen wirst, erwähne dir bitte nicht, dass das Spiel schwerer wird. Du kannst es gerne in Trailern oder so erwähnen, aber so im Spiel macht das ein bisschen die Atmosphäre kaputt, dass man so denkt, das ist ein Spiel. Ja, das ist, ja, gut. Wenn man meint, du kannst es auch so lassen, wenn du davon überzeugt bist, aber mir... Ich weiß nicht, mir würde es richtig passen. Okay, alles klar. Dann, was gibt's hier denn? Route 1, Pokéliste. Häufig Raupion, Liu, Taubsi und Pfiffchen. Selten, Wieso Besitzer, Kukuno, Saftkorn. Legendär, Evoli, Wablu, Riolu. Oh, das klingt nett. Ich will ein Riolu haben. Obwohl, das kann ich bis zum nächsten Mal machen. Ich glaube, im nächsten Mal suchen wir es einfach mal ein Riolu. Ja, das mache ich dir noch mal ein Part. Ja, den Trainer fordern wir auch am besten im nächsten Part raus. Ich weiß nicht, wie lange der Kampf dauern wird. Ja, danke Leute, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Part auch wiedersehen. Bisher macht das Spiel einen ganz guten Eindruck. Muss ich schon sagen. Freue mich auf weitere Parts mit diesem Spiel. Hoffe, dass es nicht zu frustrierend wird, weil das wäre fies und gemein. Und das macht keinen Spaß. Bisschen fies ist gut, aber nicht zu fies. Ja. Ja, danke Leute, dass ihr da gesehen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder von Let's Play Pokémon Skyner. Ciao!